Bevor ich hier noch auf Hunger vergehe, herzlich willkommen zu einem neuen Kochprojekt. Was aber diesmal eine Story hat, nicht wie Cooking Mama, was nur jetzt als Restaurantdarstellung für mich gilt. Wenn jemand Bestellung für mich hat, mache ich das weiter so. Dies wird aber als Happy Cooking bekannt sein. Hey Lisa, Papst kommt bald nach Hause. Ich freue mich natürlich sehr darüber, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass er schon so bald kommen würde. Ich hatte versprochen für ihn zu kochen, aber ich bin überhaupt nicht bereit dafür. Ding dong, hab dich gefunden. Das ist Lisa. Sie ist in der sechsten Klasse. Sieht aber jünger aus. Ihr Vater ist geschäftlich in der USA gereist. Und sie hat versprochen, bei seiner Rückkehr etwas Köstliches für ihn zu kochen. Wow, beeindruckend. Aber bisher kann sie noch nicht das Geringste kochen. Und ihr Vater kommt bald zurück. Früher als erwartet. Fändest du es nicht furchtbar, wenn das geschehe? Ich möchte die Träume dieses Mädchens wahr werden. Also gut. Überlass es mir, eurer Hoheit. Zeit, ans Werk zu gehen. Ihr könnt mir sagen, dass es Mädchen spielt, das ist mir vollkommen egal. Ich kenne Let's Play, die haben Sailor Moon gespielt. Ich werde sehen, wie es ist. Außerdem geht es um Kochen. Und Kochen ist für jeden da. Oh, was soll ich nur tun? Papst wird sich schon drauf freuen, wenn er heimkommt. Er wird sehr enttäuscht sein. Ich hätte niemals ein so dummes Versprechen geben sollen. Tja, es bringt nichts, sich darüber zu ärgern. Was nicht geht, geht nicht. Schätze, ich sollte einfach aufgeben. Was denkst du, Hüpfer? Hüpfer? Ein Hoppelhasen! Was war das? Gib nicht auf, gib dein Bestes. Du hast recht, ich sollte positiv denken. Danke, Hüpfer. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Seht mich an. Ich spreche immer noch mit meinem Spielzeug, dafür bin ich doch eigentlich schon zu alt. Ja, ich verstehe meine Stimme nicht, weil ich kein Mädchen ab 6 Jahren in der 6. Klasse nachahmen könnte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. In Zeiten wie diesen gibt es eine Sache, die ich gerne tue. Die Sterne beobachten, während ich mir einen Plan ausdenke, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Wie jede Nacht. Wow, der Mond ist wundervoll. Vielleicht schreibe ich da meinen Namen rein. Er berührt mich. Es beruhigt mich immer, den Mond anzusehen, bevor ich mich in einen Werwolf verwandle. Muss ich sofort an die guten alten Zeiten zurückdenken, als ich noch ein Werwolf war. Oh, eine Sternschnuppe. Hoffentlich hat sie jemand erschlagen. Das ist es. Diese Stern wird mir meinen Wunsch erfüllen. Perfekt. Ehrlich, ein klarer Gedanke. Ein klarer Gedanke. Moment. Er ist weg. Bam. Ha, da ist er wieder. What the fuck? Das ist meine Chance. Ich schätze, das war doch kein Sternschnuppe. Aber was war das? Oh mein Gott, ein Außerirdischer! Es fliegt in meine Richtung! Oh mein Gott, wir werden von Außerirdischen angegriffen! Es macht eine Bruchlandung! Vorsicht, jetzt kommt E.T. Was ist passiert? Warum ist der Raum ganz dunkel? Frederik. Herzlichen Glückwunsch, du bist auserwählt worden. Boah, davon habe ich echt, weiß ich nicht. Boah, davon weiß ich nichts. Ich bin ein Engel vom Mond. Aus dem Himmel ist es noch ein bisschen zu weit, deswegen hat er mich geschickt. Ich kann deinen Wunsch wahr werden lassen. Ziemlich geschwätzig, was? Aber das Licht, es fühlt sich irgendwie warm an. Wenn ich zu nah rangehe, verbrenne ich mich. Ich schätze, das ist alles ein bisschen viel für drin. Ich erledige die Sachen von hier aus, okay?
beim Segen wäre Lunas. Vier Lunas. Luna ist Mond, aber was ist vier? Beim Segen vier Lunas. Erhöht mein Ruhe. Oh Licht. Murmel, murmel, murmel. Na, scheiße. Kacke. Ich wünsche mir ein bisschen Kartoffelsalat. Hä? Ha? Ah! Der hat Zeus beschworen. Krach. Erinnert mich an so einen alten Anime. So brrrr. Tja. Ich muss wie Mümmelmann sprechen. Ja, hallo. Das hat geklappt. Ja, gar nicht schlecht. So sehe ich besser aus, wenn ich sehe wie ein Schlüpper. Mein Stofftier, Hüpfer. Kann sprechen. Hopp, sag und so. Hopp, sagen und so. Entschuldigung. Werd ich jetzt total verrückt? Nein, das muss ein Traum sein. Ja, das muss ein Traum sein. Ich träume. Aber warte, warum habe ich denn noch meine Hose an? Wie, und warum bin ich nicht im Klassenzimmer? Wie wäre es denn mit einem besseren Traum, hä? Mit Schokolade? Na dann, gut Nacht. Bumm. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Ja, das ist schon okay. Ich habe noch eine Aufgabe hier. Dafür zu sorgen, dass das die Wünsche dieses Mädchens in Erfüllung gehen. Mami, Mami, Mami. Ich hasse Piepen. Hm? War das ein verrückter Traum? Ah, tja, was soll's. Wieder steht ein ruhmreicher Tag bevor. Guten Morgen, Lisa. Das war kein Traum. Das hat sich befürchtet. Lisa, schnell, komm runter. Die sieht echt geil aus. Klasse aus. Oh, Maria, es ist Mama. Oh nein, was soll ich tun? Hier rüber. Was tust du? Tut mir leid, aber du musst für eine Weile hier drinnen bleiben. Wo hat sie dich reingesteckt? Lisa, was treibst du da? Die erinnert mich an irgendeinen Charakter, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich komme, Mama, Sekunde! Roms, 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 wir sind die Treppe runtergeflogen. Lisa, was ist da für ein Lärm? Was meinst du denn, Mama? Ich habe nur das Übliche getan. Ich habe einfach nur ein paar Bretter zu hauen. Komm schon, Lisa. Richtig, ich verhungere. Wir haben einen Gast. Ich mag Besucher nicht besonders. Lisa. Rachel. Guten Morgen. Guten Morgen, Pudding. Bist du aber ein helllebhaftes Kind? Los, Lisa, sehr guten Tag. Moment. Die kenn ich. Die ist berühmt aus dem Fernsehen. Das ist unmöglich. Rachel Jonas? Und die Mutter von den Schwestern, die unbekannte Schwester von den Jonas Brothers? Oh mein Gott! Ich bin hier, um die Kunst des Kochens beizubringen, Lisa. Ich heiße Rachel Jonas. Hat sie doch gerade gesagt. Du darfst mich Rachel nennen. Schön, dich kennenzulernen, Lisa. Was für eine verrückte Geschichte läuft hier ab? Lisa? Oh, tut mir leid. Ich bin Lisa, freut mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Und so kam es, dass ich aus heiterem Himmel Kochunterricht bekam. Es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Und so bin ich vielleicht in der Lage, ein köstliches Mahl für meinen Papa Paps zu zaubern, wenn er heimkommt. Mama, das ist was immer meine Macht geht. Aber ja, meine Mutter wirklich Erfüllung geht. Was so von Tag an arbeiten müssen. Ich werde die ganze Zeit an der Seite bleiben. Lachende Sonne. Lektion 1. Lachende Sonne. Fangen wir also an. Erste Stunde an. Bist du bereit? Ja, aber
Sei bitte nicht zu streng. Du musst nicht nervös werden. Entspann dich, okay. Gut, dann lass mich das mit dem Menü für deine Stunde vorstellen. Das Hauptgericht sind diesmal Spiegeleier. Dazu gibt es Tofu-Zwiebeln, Miso-Suppe und Reis. Tada! Sieht echt lecker aus, was? Jo. Ja, toll! Glaubst du, ich schaff das auch? Na klar! Ich bin bei dir, also keine Bange. Beginnen wir. Ah, aber zuerst sollte ich etwas über Kochgeräte erzählen. Versuch die Küchengeräte zu berühren, die du in der Küche siehst. Findest du? Ein Messer! Das ist ein Küchenmesser. Benutze es, um zuzustarten. Schneiden. Das ist eine Küche. Ein Reiskocher. Koche Reis damit. Das ist ein Reiskocher. Koche Reis damit. Das ist ein Schneidebrettchen. Das ist ein Herd. Ja, Ende. Ist alles, was du über Kochengeräte wissen willst? Ja. Bevor du jetzt anfängst zu kochen, wolltest du dir eine Hände waschen. Sollst dir ein paar Hände waschen. Gib etwas Seife in deine Hand. Dann reibe damit Hände aneinander und Schaum zu bilden. Oh, das muss ich jetzt auch noch machen. Wasche die Schaum mit Wasser ab. Trockne zum Schluss die Hände ab. Ich weiß noch nicht, woran ich das jetzt machen soll. Aber naja. Ich weiß echt nicht, woran ich mir gerade die Hände abtrocknen soll. Ich weiß nicht, wann ich mir gerade die Hände getrocknet habe. So, das ist gemacht. Jetzt sind wir absolut sauber. Will ich das jetzt jedes Mal machen? Ach, als nächstes musst du alle Zutaten bereitlegen. Du findest alles, was du brauchst, in der Küche im Kühlschrank. Diesmal brauchst du folgende Zutaten. Frühlingszwiebeln, Eier, Tofu. Fülle die Zutaten mit der Hilfe des Symbolorten. Okay, noch das. Dann brauche ich Eier und Tofu. Das sind alle Zutaten, die du brauchst. Danke. Beginne mit Tofu-Zwiebel-Miso-Suppe. Schneide erst Tofu und Zwiebeln. Berühre das Messer. Das Messer. Schneide die Zwiebeln schräg durch. Berühre das Messer und schneide los. Gut gemacht. So schneidest du Zwiebeln. Schneide die Tofu in Würfel. Berühre das Messer und schneide los. Das Messer und schneide los. Gut gemacht. So schneidet man Tofu in Würfel. Jetzt das geschnittene Gemüse in den Kochtopf und koche es. Berühre den Kochtopf. Gib dein Bestes. Wir köcheln ein bisschen Brühe in den Topf. Zuerst Tofu in den Topf. Tofu in den Topf. Schnell das mittlere Temperatur. Dann die Bohnenpaste. Bohnenpaste. Berühre die Bohnenpaste, um hinzuzugeben. Bohnenpaste. Jetzt Frühlingszwiebeln dazu. Okay. Und jetzt drehen und drehen und berühren. Und wir rühren und rühren. Lass es ein bisschen rühren. Es ist ein wenig Zeit vergangen. So, mach das. So macht man das. Jetzt hast du Miso-Suppe und Tofu-Zwiebeln. Nur noch den Herd abschalten. Juhu, bereite jetzt die Reis zu. Die Reis in Schüsseln waschen. Rühre die Spülbecken. Das Spülbecken. Viel Glück. Erst kommt der Reis rein. Noch zwei Tassen. Noch eine Tasse. Jetzt machen wir Wasser rein, was einen Grafikfehler ergibt. Und jetzt waschen wir und waschen wir. Du machst es richtig. Schütte jetzt die Wasser ab. Und spül den Reis gut ab. Du hast es richtig. Du Wasser hinzu und Wasser reißt. Wow, ich fühle mich gerade so unglaublich unterfordert. Wasch den Reis noch einmal. Ich wasche den Reis doch schon die ganze Zeit. Gib mit Wasser zu und Wasser hinzu. Oh mein Gott. Das sind alles Lektionen, die ich schon kenne.
schüttelt den Sieb, damit das Wasser abläuft. Gib den Reis in den Reiskocher. Öffne das Wasser, den Wasserhahn. Und gib Wasser in den Reiskocher. Sehr gut. Kochen als nächstes einen Reis. Berühre den Reiskocher. Sehr gut. Es ist Zeit, den Reiskocher zuzubereiten. Drücke den Knopf. Jetzt warten wir. Es ist viel Zeit vergangen. Sieht fertig aus. Nimm den Deckel ab und schau nach. Wow, herrlich locker Reis. Jetzt hast du Reis. Zum Schluss kümmere dich um Hauptgericht Spiegeleier. Berühre die Bratpfanne. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Zuerst berühre den Herdschalter, um einzuschalten. Okay. Der Herd auf mittlere Hitze schalten. Dann auf deine Pfanne hingeben. Mischen. Teilen. Die Temperatur auf niedrig schalten. Abschmecken. Salz. Das ist die richtige Menge. Etwas Wasser über die Pfanne schenken. Also, dass man das machen muss, wusste ich nicht. Heb den Deckel ab und schau nach, wie er aussieht. Wenn du denkst, dass es fertig ist, schalte den Herd ab. Ach, das geht noch. Lass es noch etwas länger in der Pfanne. Eine tolle Farbe. Okay. Herd aus. Sieht delikat aus. Das ist perfekt, Lisa. Jetzt hast du einen Spiegelei. Ein bisschen mehr musst du für diesen Gericht nicht kochen. Also, worauf wartest du noch? Du kannst servieren. Serviere. Zunächst musst du eine Unterlage auswählen, auf der die Speise anrichten. Nö. Nein? Nö. Vielleicht. Die gefallen mir alle nicht und ich öffne das hier. Ach, das ist doch ganz schön. Dann musst du einen Teller für den Gericht auswählen. Los, berühre alle Teller des Tafelgeschirrs. Der wird blau. Der wird rot. Und der wird rot. Ist der auch rot? Nö, aber das sieht man am besten. Weiter. Welches Besteck möchtest du verwenden? Eure Putze. Perfekt. Ach ne. Ich bleib schon da. So, perfekt. Weiter. Füge jetzt nach Belieben Beilagen hinzu. Berühre die Zutaten, die du Beilagen benutzen willst. Okay. Hier tun wir jetzt mal. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aber lecker aus. Ein Kiepenfisch. Und hier ein Würstchen hin. Weg damit. Pommes. Möhren. Ein paar schöne Möhren. Die wir dann hier so rumlegen. Ein Hotdog, den tun wir dahin, der schön dasteht. Den tun wir da drauf. Brunnenkresse, das wird echt lecker. Kohl, nee, Gurke auch nicht. Salat, nee. Schinken! Schinken schadet nie. Jetzt kriege ich Hunger. Okay, das war's. Sieht schön aus. Nimm zum Schluss Gewürze und Soßen zu verfeinern. Was ist das? Soße? Mayonnaise, Sojasauce hinzufügen in den Spiegelei. Das ist Mayonnaise, die Soße. Ja, ein bisschen, das passt schon so. So, sobald du das Gericht serviert hast, ist die Zeit zu probieren. Also Lisa, wie war dein erstes Kochversuch? Tja, alles in allem war es nicht einfach. Aber es hat Spaß gemacht. Schauen wir mal, wie es schmeckt.
guten Appetit. Schmatsch, 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 schluck. Wie ist es? Gib mir eine Minute. Ich würde sagen, man kann deine Leistung diesmal so bewerten. 3 Sterne. Pass! Du hast dir einen ersten Gericht viel Mühe gegeben gemacht. Ich habe keine Belohnung für dich. Eine Auszeichnung. Du hast Rezept für Reis mit Spiegelei erhalten. Du kannst nicht nur alle Speisen zubereiten, die du schon gekocht hast, sondern mit den gewohnten Rezepten sogar freies Stil kochen. Versuch's mal. Arbeite hart und sammle alle Rezepte. Wie war dein erster Kochversuch? Ob gut oder schlecht, ist es Zeit für eine Pause. Wenn du mit Kochen aufhörst, du später weitermachst, möchtest du die praktische Speicherfunktion benutzen. Du kannst bis zu 3 Spiele speichern, wenn es ein Spielplatz. Bestimmt das Blau, weil hier nur Pink ist nicht so nach meine Farbe. Speichere schalten Sie das System nicht aus und berühren Sie nicht die DS-Karte. Wir wollen natürlich weitermachen. Moment, ich will noch gucken. Okay, für das erste Gericht und den ganzen Cutscenes habe ich 21 Minuten gebraucht. Juhu! Puh, ich bin satt! Ich auch! Rachel? Was ist mit ihr? Lisa? Ja, Mama? Vergiss dich aufzuräumen, wenn du fertig bist, okay? Ups! Ja, und hast... Ja, du hast recht. Los geht's, ich werde putzen wie der Teufel. Aber... Was ist nur mit Rachel los? Nein! Koch schon! Berühre den Teig, bewege den Schwamm, um den Teller zu reinigen. Bereite los! Lülülülü, ich hab'n Hasen! Lülülülülü. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Abwasch. Hey, der Teller ist doch sauber! Da ist doch nichts! Da ist doch jetzt nichts mehr! Wow! Komm, einen Teller schaffe ich noch, den einen Teller schaffe ich noch! Zeit ist um! Ergebnis? Abwaschen! 1652 Punkte! Ist das gut? Puh. Alles okay? Alles okay? Nein, nicht wirklich. Es ist nur... Das kann alles so plötzlich. Ich bin ein bisschen verwirrt. Deine Kräfte sind also ganz anders, Hüpfer. Wirklich erstaunlich. Ja. Ganz wie so ganz. Es ist nur ein Traum. Und jetzt hoppelst du von mir. Tut mir leid. Nein, muss es nicht. Dann mal weiter, Lisa. Brach meine Mengenstufchen in einen Schwamm. Bau! Einen Bären, einen Eichhörnchen, einen schmutzigen alte Puppe. Ja, die sind fast alle von Papa. Pops, er arbeitet viel, also ist er nicht sehr oft zu Hause. Und Mama auch nicht. Mit den ganzen Spielsachen soll ich mich nicht so einsam fühlen, sagte er. Verstehe. Hopp, hopp. Aber am allerliebsten habe ich meinen Stoffhasen Hüpfer. Es tut mir schrecklich leid, dass ich ihn für meinen Kerker benutze. Mach dir keine Sorgen deswegen. Ich meine, jetzt kann ich mit Hüpfer reden. Und zwar ganz echt. Und nicht nur wie in meiner Fantasie, wo ich mir vorstelle, dass er mein bester Freund ist und ich anfange zu weinen. Und ich bin nicht mehr verrückt. Lisa, ich habe eine Idee. Warum verdoppeln und verdreifachen wir den Spaß nicht hier? Einfach. Nee. Beim Schlägen, Violan, zu erhöre meinen Ruf, oh Licht, in jedem Körper da, der nach dir ruft, möge sofort anweilen. Hatschia! Wutsch! Knacks! Knacks! Hi, ich bin Pedobär. Knacks! Ching! Ich bin die Killerpuppe! Was geht hier vor sich? Los, Leute! Sag Lisa guten Tag! Hallo! Ich bin Anna! Sie ist ein bisschen langsam, aber sie hat ein großes Herz. Ich bin Clara!
Pipi-Herren sind Geschwister. Du kannst auch unsere Schwester sein, Lisa. Oh, die ist putzig. Hallo, ich bin Sarah, was? Beim Namen bin ich mir nicht. Beim Namen bin ich mir nicht sicher, ganz sicher. Puh. Endlich kann ich sprechen. Aber nur weil ich es kann, muss ich auch deshalb auch tun? Ups, ich wollte gar nicht ohne so Zeug reden. Eichhörnchen! Wundervoll, das ist unfair. Unwerfend, Hüpfer. Selbst die Puppe meiner Oma ist lebendig. Schön, dich zu sehen, Emily. Das will ich meinen Schwester. Ich liebe es. Das will ich meinen Schwester. Wow, was für ein Mundwerk. In letzter Zeit hast du dich gar nicht mehr um mich gekümmert. Ich bin total zerlumpt und staubig, deinetwegen. Hüpfer, könntest du sie zurückverwandeln? Alles klar, überlass das mir. Lisa, und wenn es sein muss, kann ich sie sogar ein für alle Mal auslöschen. Mein Gott, Lisa, das war doch nur ein kleiner Witz von mir. Warum so empfindlich? Wenn du so etwas noch einmal sagst, werde ich dich endgültig zurückverwandeln. Okay, gut, dass ich mich entschuldigt habe. Auf jeden Fall. Du wirst mir dafür sorgen, dass du nicht mehr einsam bist. Stimmt's, Lisa? Ich nenne dich ab jetzt Bugs. Basta. Lisa? Vielen Dank, Hüpfer. Aber ich kann kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Ich bin total wahnsinnig geworden. Und so begann ein neues Leben. Für mich und meine Spielzeuge. Aber ich muss gestehen, dass ich nicht ganz wohl fühlte. Denn ich bin irgendwie total ballerballer. Starke Steak. Jetzt kriege ich Hunger. Das ist die zweite Stunde, nicht wahr? Gib alles, was du hast. Bist du bereit? Bereit wie eh und je. Na gut, dann zeige ich dir jetzt das Menü für diese Lektion. Das Hauptgericht ist diesmal Hacksteak. Das gibt's klare Brühe und Knoblauchbrot. Jetzt drücke ich extrem Hunger. Du solltest es jetzt versuchen. Beginn mit dem Kochen. Als nächstes musst du alle Zutaten bereitlegen. Na gut. In den Kühlschrank. Okay. Ja. Okay, ich brauche Zwiebel. Dann brauche ich Eier. Denn ich habe keine Eier. Dann brauche ich Fleisch und Butter. Das sind alles Zutaten, die du brauchst. Beginn mit der klaren Brühe. Brate zuerst die geschnittene Gemüse in einen Kochtopf an. Berühre den Kochtopf. Koche was. Ja, Pflanzenöl. Das schütten wir jetzt hier rein. So, es wird angebraten. Ein bisschen langsamer. Fast genauso. Instant-Suppe. Ein bisschen kochen lassen, ist ein wenig Zeit vergangen. Als nächstes abschmecken. So. Auch ein bisschen Pfeffer abschmecken. Petersilie hinzu. Und jetzt rühren und rühren. Ja, das passt. Als nächstes Herd abschalten. Klick. Jetzt hast du eine klare Brühe. Bereite jetzt das Knoblauchbrot vor. Verteile Knoblauchöl auf den abgeschnittenen Baguette. Gut gemacht. Weiter. Das war aber nicht genug. Jetzt kommt es in den Ofen. Berühre den Ofen. Vergiss nicht den... Backe mir jetzt das Baguette in den Ofen. Aber zunächst musst du die Küchenuhr einstellen. Drücke Start, um die Uhr einzustellen und löschen, um es noch einmal zu versuchen. Okay. Ein Baguette muss 4 Minuten backen. So. Perfekt. Mal sehen, wie es wird. 4 Minuten später.
Jetzt kannst du Knoblauchbrot. Zum Schluss kümmere dich um das Hauptgericht, Hacksteak. Schneide zuerst die Zwiebeln klein, berühre das Messer. Das muss man mir nicht dauernd sagen, in die Hälfte. Berühre das Messer. Als nächstes schneidest du das Ding. Und dann schneide ich das Ding. Also, vielleicht das ist gut für das Kochen lernen, aber ich kann das alles schon. Gut gemacht. So zerkleinert man eine Zwiebel. Brate jetzt das geschnittene Gemüse in der Bratpfanne. Berühre die Bratpfanne. Viel Glück! Diese Pfanne erhitzt seine Höhe. Zuerst fügen wir ein bisschen davon dazu. Jetzt rühren wir das schön gut durch. Perfekt, Lisa. Und nur noch ein Herd abschalten. So. Klick. Brate dann die Fleischsalami hier am Brickel. Hier haben wir Rinderhaar in einer Schüssel. Als nächstes ein Ei. Paniermehl. Dann ein paar Zwiebeln. Ein bisschen mit Salz müssen abschmecken. Perfekt. Ein bisschen Pfeffer. Perfekt. Muskat. Das war ein bisschen zu wenig. Mische gut durch. Noch ein bisschen länger. Fast fertig. Weitermachen. Perfekt, Lisa. Drücke jetzt die Luft aus dem Fleisch. Berühre den Teig in der Hand und bewege ihn. Blub. Blub, 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 blub. Und blub, blub, blub. Wir werfen das Fleisch hin und her. Wir lieben es, das Fleisch zu schmeißen. Gut gemacht. Okay, machen wir weiter. Jetzt wird es angebraten. Braten anschließend die Fleischmasse in die Bratpfanne. Berühre die Bratpfanne. Nutze zum Teil der Hardsteak-Masse. Gib Pfanne erhitztes Öl hinzu und füge es dazu. Berühre die Mitte des Fleisches, um eine kleine Delle zu erzeugen. Temperatur auf die Mitte stellen. Eine Seite der Hardsteak-Masse anbraten. Jetzt muss man die Hardsteak umdrehen. Berühre das Fleisch und schiebe nach oben. Die Temperatur auf die niedrigste schalten. Nimm die Deckel ab und sehe nach, wie es aussieht. Wenn du denkst, es sei fertig, bist du berühre den Schalter, um den Herd abzuschalten. Das geht noch. Lass noch ein wenig kochen. Was für eine tolle Farbe. Super, lass es perfekt wieder. Jetzt hast du ein Hacksteak. Na bitte, mehr musst du für dieses Gericht nicht kochen. Also worauf ist es noch? Du kannst servieren. Servieren. Nö. Diesmal nehme ich das hier. Teller. Das kommt so. Das wird das da. Und doch, gut. Doch, doch. Ja, so sieht das gut aus. Besteck. Wir essen ja ein Steak. Also nehmen wir das hier. Und natürlich das. Füge jetzt nach Belieben hinzu. Berühre die Zutaten, die du beilagen. Ja. Okay. Mal überlegen, was wäre denn mal gut? Vielleicht tun wir hier ein bisschen Mais hin. Anni. Hier tun wir Kartoffeln hin. Hier so zwei Möhren. Was wäre denn noch gut? Jetzt tun wir hier Mais hin. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen Ketchup. Und so, weiter. Fertig. Sobald du das Gericht serviert hast, ist es Zeit zum Probieren. Das war eine zweite Lektion im Kochen. Es gefällt mir langsam was. Auch wenn du anfängst, wirst du sicher Schritt für Schritt verbessern. Ich esse schnell auf, bevor es kalt wird. Guten Appetit. Schmatsch, schmatsch, schmatsch. Ich würde sagen,
man kann deine Leistung diesmal so bewerten. Wie gut kochst du? 3 Sterne. Der Geschmack 3 Sterne. Beilage? Ja, die Beilage war fast, es war fast schon perfekt. Probier auch das einmal aus. Ausgezeichnet, du hast Rezscheinere mit Zwischennitzen. Wir spielen das bereits seit ca. 15 Minuten. Bist du sicher? Ja, ich möchte überschreiben. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Okay. Weiter. Ich nehme jetzt noch eins auf. Und dann kommen wir zu... werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Hoppest du irgendwo hin? Hopp ich schon irgendwas hin? Ja. Ja, ich wollte zum Choco spazieren gehen. Mit Choco. Au! Warum spielst du mich nicht mit? Hopp, hopp! Ich werde etwas Magie an, damit du mich siehst und hörst. Okay, du kannst in meinen Rucksack mitkommen. Dort wirst du ersticken. Willkommen im Hyperinfo-Ecke. Ich habe die Leute in der Stadt ein bisschen verzaubert. Jetzt kannst du mit allen möglichen Menschen treffen. Und unterwegs können dir alle möglichen Dinge passieren. Was fasselst du denn da, Hüpfer? Ach, nichts. Hopp, hopp. Was hat er bloß heute? Berühr den Ort, an den du dich begeben möchtest. Was sind das für Sterne? Ach, das sind 2 Sterne. Mondpark. Du möchtest zum Mondpark? Klar, möchte ich zum Mondpark. Kevin. Hey, Lisa, was machst du? Oh, hey, Kevin. Hallo. Und tschüss. Sehr schön, Lisa, sehr schön. Zugegeben, hat das gegessen, nur ein bisschen. Zugeben, das hat gesessen, nur ein bisschen. Mitten ins Herz. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe einen neuen Perle. Du denkst meinen Leitspruch, Lisa, du kennst meinen Leitspruch. Beiß dich durch, egal was passiert. Ich kenne die Sprüche nur zu gut. Ihr habt dich wohl. Ra! Was war das? Hopp, hopp! Oh, kümmer dich nicht um den Hüpper. Geh mit Schoko. Ich fühle mich gleich noch, als wäre mehr Energie ausgesaugt worden. Sei aber jetzt besser etwas vorsichtig. Hm? Auszeichnet. Du hast einen Töpfkelle erhalten. Luftiges Reisomelett. Jetzt machen wir ein Reisomelett. Das ist die 3. Stunde, nicht wahr? Gib alles, was du hast. Bist du bereit? Bereit wie eh und je. Na gut, dann zeige ich dir jetzt mal ein Menü der Stunde. Hauptgericht Reisomelett. Dazu Vanillepudding und Krautsalat. Yum, yum. Okay, jetzt habe ich echt Hunger. So solltest du jetzt versuchen. Beginnen wir mit dem Kochen. Als nächstes musst du alle Zutaten bereitlegen. Du findest alles, was du brauchst, in den Kühlschrank. Natürlich. Oh, das wird jetzt immer mehr. Ja, ich weiß. Okay, ich brauche eine Zwiebel. Dann brauche ich Kohl. Dann brauche ich Paprika. Dann brauche ich Eier. Dann brauche ich Milch, dann brauche ich Hummer und Thunfisch und Kartoffeln und Menschen. Dann brauche ich Huhn. Dann brauche ich das. Jetzt brauche ich nur noch eine Möhre. Habe ich die Möhre schon übersehen? Ja, da habe ich die Möhre übersehen. Hallo Möhrchen. Beginnen wir mit einem Vanillepudding. Oh ja, Vanillepudding. Also kannst du zuerst die Grundmasse für den Pudding zubereiten. Grundmasse. Lass uns die Basis für unseren Pudding herstellen. Eier, schlage die Eier, ohne dass sie schaumig werden. Gib Zucker hinzu. Misch gut durch. Vorsichtig umrühren, tue ich. Jetzt füge warme Milch hinzu. Und eine Vanilleschote. Das ist ganz anders als, Cooking Mama, weil man hier vorsichtig sein muss. Noch ein bisschen Sahne hinzu. Das waren alle Zutaten. Mische alles gut durch. Mische noch ein bisschen länger.
fast fertig, mach weiter. So ist es richtig. Das ist perfekt, Lisa. Jetzt drücke die Mischung durch den Sieb. Das war's. Okay, weiter im Text. Boah, dafür braucht man jetzt eine Animation. Wir haben ein Puddingschälchen mit Karamellsoße und einen Kuchenform mit kochendem Wasser. Gib nun Puddingmasse in die Schälchen. Blub. Okay, dann muss ich es halt so machen, wie die es anzeigen. So. So, ist es gut, Lisa. Okay, machen wir weiter. Backe in den Ofen zu Ende. Berühre den Ofen. Ofen. Bereiten wir jetzt über den Pudding in den Ofen. Aber zunächst musst du die Kochuhr einstellen. Drücke Start um die Uhr. 30 Minuten. Oh mein Gott, die Bombe geht gleich hoch. Start. Perfekt, mal sehen, was daraus wird. 30 Minuten später. Unser Vanillepudding ist fertig. Jetzt musst du noch den Kühlschrank, bis er völlig abgekühlt ist. Das sieht gut abgekühlt aus. Jetzt stürzt den Pudding. Wir werden den Pudding stürzen. Fertig, der Vanillepudding. Als nächstes machen wir Krautsalat. Schneide zuerst den Kohl und die Möhren. Rühre das Messer. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Ich bin ein Profi-Schnibbler. Und kein Nibbler. Gut gemacht. So zerkleinert man Kohl. Berühre das Messer, um zu schneiden. Ah, jetzt gibt's Möhren-Ragout. Schnipp, 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 schnipp. Jetzt haben wir Zahnstocher. So schneidet man Möhren in dünne Streifen. Zahnstocher aus Möhren. Mische als nächstes die drei Dressing-Zutaten und ein gewürfeltes Gemüse. Gib zuerst die Kohlblätter hinzu. So, Kohl. Dann die Möhren. Möhre. Pflanzenöl. Blub. Rosinen. Rosinen? Okay. Abschmecken mit ein bisschen Salz. Fertig. Jetzt kommt noch ein bisschen Zucker hinzu. Abschmecken. Das ist richtige Menge. Und was ist mit Pfeffer abschmecken? Fertig. Das war alle Zutaten. Misch gut durch und da kommst du wieder Anti wieder. Misch noch ein bisschen länger. Fast fertig. Das ist perfekt, Lisa. Nun zum Schluss kümmere dich um dem Hauptgericht. Reisomelette. Schneide zuerst das Geflügel. Berühre das Messer. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Lass uns das Geflügel zerschneiden wirken. Berühre das Messer und bewege es auf und ab. So, das habe ich ja schon oft genug gemacht. Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ich komme mir vor wie Sisyphus. Lalalala. Komm, geh durch. Ich schneide das Fleisch. Gut gemacht. So schneidet man Geflügel in Würfel. Damit spielen wir jetzt D.O.D. Macht dann die Hühnerreis mit dem Omelette gefüllt wird. Rühre die Bratpfanne. Viel Glück. In die Pfanne erhitzen wir Pflanzenöl und Butter. Zuerst das Hühnchen. Rate das Fleisch farbenprächtig an. Wenn das fertig ist, ein paar Zwiebeln hinzu. Grüne Paprika. Jetzt wieder sanft anbraten. Ah, und jetzt kommt noch Reis hinzugeben. Sanft weiter umrühren. Ah, Ketchup mit Ketchup. Okay, gut anbraten. Ah, so muss das aussehen. Jetzt mit Salz abschmecken. Fertig. Bisschen Pfeffer. So. Wieder weiter ein bisschen umrühren. Ah. So muss das aussehen. So geht das. Nur noch ein Herd abschalten. Blub. Bereiche das Basis für den Reisomelett zu. Wir haben Eier in den Schüsseln.
schütte das ein bisschen Milch hinzu. Blub, 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 blub. Ein paar Tropfen Milch. Jetzt ein bisschen Salz abschmecken. Fertig. Ein bisschen Pfeffer. So. Menge es gut durch. Fast fertig. Das ist perfekt, Lisa. Jetzt kommt der Omelette-Teig. Berühre die Bratpfanne. Pass auf. Zeit für den zweiten Teil der Reisomelette. Gib das Beste. Die Pfanne haben Pflanzenöl. Bla bla bla. Nun kommt was? Der Eimixtur. Jetzt mischen wir es. Als nächstes kochen wir die Eier für die Omelette-Basis. Schau nach, wie es kocht. Wenn du glaubst, es ist fertig, schalte den Herd wieder ab. Das ist gut. Nein, das war fast gut. Hey, das ist perfekt, Lisa. Wirklich? Platziere das Hähnchenreis auf den Omelett. Ob das jetzt richtig war, weiß ich jetzt echt nicht. Jetzt das Omelett falten. Zuerst oben. Jetzt unten. Nun gib das Omelett auf einen Teil. Was? Teller. So, auf den Teller legen. Achso. Blub. Es sieht aus wie eine Orange. Jetzt hast du ein Reisomelett. Bitte, wer musst du dieses Gericht nicht wissen? War es noch zu mir? So. Yay. Ja, das ist okay. Das. Was hatten wir nochmal? Ja, ein Pudding kommt auf den Teller. Und wir brauchen nur eine Gabel. Aber eine schöne rote Gabel. Füge jetzt nach beliebten Beilagen hinzu. Zutaten, die du Beilagen benutzen willst. Okay, hier tun wir zwei Tomaten hin. Dann tun wir ein bisschen Petersilie hinzu. Oh, ich kann die auch noch. Okay, das hätte ich vorher wissen sollen. Hier kommt noch eine Erdbeere drauf. Und nein, nein, nein. So ist das schon okay. Obwohl, ein paar Streusel. So. Kann man das auch noch verfeinern? Ah ja, mit einer einzelnen Zitrone. Sehr schön. Schlussgewürz kommt hier noch ein. Ketchup. Yay. So sieht das schön aus. Sobald du fertig bist, komm das probieren. Mann, dann loslegen. Guten Appetit, Schmatschmatschatz. Ich würde sagen, für diese Leistung bewerten wir. Wie gut kochst du? 4 Sterne. Geschmack. 3 Sterne, Beilage, 2 Sterne, 90, juhu, ich werde immer besser. Probier auch mal einmal aus, Auszeichnung, Sahne Omelette behalten. Jetzt speichern wir. Juhu, bist du sicher? Jetzt speichern wir und speichern wir und speichern, speichern, speichern wir. Okay, damit hätten wir die erste Aufnahmesession schon mal fertig. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Adios!